gleich. Ist die Aromabude voll? Oh, gucken, ob sie damit klarkommen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. Gucken, wo sie sich verteilen. Die ersten drei gehen schon mal küchennah, die zwei nicht da. Saß schon jemand? Okay, die meisten sind wirklich küchennah gegangen. Der alte Sack da. Ah! Der Touristensack. Rentner. Also Grufti, aber in einer anderen Stadt. Deswegen Tourist. Leute, warten, warten, warten. Der eine fast Hälfte. Okay. Scheint aber niemand gehen zu müssen. Wow, jetzt kommen die Leute an. Also die werden alle bedient, aber viel mehr dürfen es nicht sein. Jetzt kommt wieder so ein Schwall rein. Eieieiei. Mäßigt euch. Mit einmal ist es zu viel. Ah, der eine da unten. Nein. Oh. Okay. Menükarte nicht ganz. Schade. Sind schon überall drei. Neu gestartet und schon hat man neue Bedienungen. Auch komisch, oder? Wobei, ich habe nicht zu Beginn der letzten Folge geschaut. Arsch langsam, aber arschfreundlich. Dann mache ich auch gleich mal für die Schicht. 5 Minuten geht die los. Denn immerhin ist gerade viel los. Wie sieht's hier unten mittlerweile aus? Da kommen weiterhin gut die Leute an, das ist super. Aber ich werde mir nochmal mehr Werbung holen. Na, wobei, mehr Werbung wohin? Naja, für Poseidon, da kann ich noch ansetzen. Hat nämlich noch vergleichsweise wenig. Werbung für Poseidon. Hat Einrichtung für Teenager und Arbeiter. Die fühlen sich hier ganz wohl. Speisekarte ist an sich nur für, bei den Bonzen. Ein kleines Problem. Also Teenager- und Arbeiterwerbung suche ich mir jetzt mal. Die ist mobil. Die war ja kacke. Die ist mobil. Na, bei einer Kirche errechne ich jetzt nicht mit Arbeitern und Teenagern. Auch nicht viel weiter weg. Ist auch nicht so dufte. Die beim Stadion. War auch nicht so pralle. Hier ist nicht nur was drumherum. Nicht, dass die Filiale irgendwas verdeckt. Nein, ich kann die immer ausmachen. Tja, so viel Werbung ist das gar nicht mehr. Spiel. 7 Bilder pro Sekunde ist etwas wenig. Auch nicht so wirklich das, was ich suche. Schwierig. Das war mobil. Das war bei uns. Ja, bei einer Opa-Teenager kann ich verstehen. Arbeiter. Schade. Okay, bleibt ja bloß die Werbung hier unten. Aber das ist nicht so richtig das, wonach ich suche. Wir könnten versuchen, Touristen hochzulocken. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich mach's einfach mal und schau dann, wie es ankommt. Dann hole ich mir die hier. Die müssen wir auch ansetzen. Sieht viel zu gut aus. Na, ich war schon auf dem Weg. Dann werde ich mir hier wieder einen Handlanger holen. Und hier läuft es gerade gut. Also, da. Das ist nicht gut. Wobei, ich könnte ihn ja gleich runterschicken. Der kotzt ab, der Arsch. Dann gehen wir da rüber. Na, wobei. Sieht es hier oben gerade aus? Immer noch Flaute. Ich glaube, der macht auch nichts mehr. Oh, schnell rüber. Zum Glück kann der auch bei Rot gehen. Oder er kann sich grün machen. Gut, da ist der oben. Hier kann man durch. Hoffentlich dreht der da unten nicht um, weil hier oben habe ich dann keine Ausweichmöglichkeit mehr.
Ah, der geht hoch, das ist super. Aha, ja. Da hinten ist erst der Zebrastreifen. Dann versuche ich hier rüber zu gehen, das hier unten abzugreifen. Oh, oh, oh. Komm, zwäng dich hier durch. Okay, dann gehe ich hinter ihm lang. Dann doch so. Baustelle und oben lang, genauso wie die Oma da. Ist gerade niemand in der Nähe. Können es wagen. 36.000 auf dem Konto. Können wir auch noch weiter auszoomen. Und dann geht er hier rüber und macht die noch platt. Dann hat er eigentlich noch genug Energie, um hier was zu machen. Wobei, hier Zebrastreifen. Na, mal gucken. Das Hauptaugenmerk ist für mich jetzt einfach mal die Werbung da, weil ich mir die holen möchte. Und dann werde ich die noch greifen und dann bestenfalls hier nochmal reingehen. Wird leicht verdeckt, deswegen hat man das erst so spät gesehen, dass er was macht. Das ist gerade nicht gut. Oh, jetzt ist er drauf angesprochen worden. Jetzt kann ich ja nicht den einfachen Weg gehen. Oh, da kommen auch noch welche an. Ist halt blöd, ist so ein ewig weiter Weg um die Kirche herum. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht gerade weiter, dann könnte es echt eng werden. Es geht ja darüber. Mist. Nicht aufgepasst, Mist. Ach Mann. Verschenktes Geld. Scheiße. Dann aber schnell, bevor das der Kollege wiederholt. Pachten Poseidon. Auch wenn es nicht wirklich die Zielgruppe ist. Gruftis muss ich nochmal schauen. Nee, da gab es ja bloß Teenager und Arbeiter. Aber okay. Oh, bis hier oben wäre nicht verkehrt, weil der Pavillon könnte was machen. Ausbauen kostet 7.500 und ich müsste nochmal erforschen. Und hier unten... Werbeflächen kann ich ja noch nicht machen. Dann muss ich erst hier weiter forschen. Mist. Hätte ich 12.500 heute ausgegeben. Nee, warte ich nochmal. Erstmal die Werbung haben. Und dann schaue ich nochmal. Am nächsten Tag noch. Schade, habe ich nicht aufgepasst. Filialen wieder anmachen. Der Laden brummt weiterhin. Bis 9 Uhr läuft ja das Maskottchen umher. Hier sieht es gerade sehr gut aus. Fast schon zu viel. Hälfte abgelaufen bei dem da in der Mitte. Serviert's. Was noch cool wäre, wenn man eine Statistik hätte, welche Werbung wie viele Leute angebracht hat. Dazu müsste man die befragen, wie sind sie auf diese Filiale hier aufmerksam geworden? Die meisten sagen nichts. Sehr genau wie den ganzen Läden, ob jetzt Baumarkt oder Elektronikfachhandel oder Supermarkt, wenn sie dich in der Kasse fragen, ihre Postleitzahl bitte, damit sie wissen, ja, von wo kommen die Leute überwiegend zu ihnen, aus welchem Gebiet. Einfach immer eine falsche Ansage. Poseidon läuft gut, aber bevor der Tag um ist, erstmal nochmal beschleunigt, will ich nochmal gucken, wie war es am letzten Tag in Poseidon. Irgendwas über 100. 136, okay. 109 und noch über 200. 136, 109 und über 200. 82.000 auf dem Konto, klingt nach mehr als am letzten Tag. 15.000 auf dem Konto. Die neueste Filiale, nicht mehr die neueste, die... Oh, jetzt haben sie unter 200. Am Auge behalten. Poseidon, mehr, ja. Hat ja auch recht spät erst die Werbung bekommen. Aroma jetzt an die 200, deswegen haben wir mehr, weil... Oh, jetzt unter 100. War das auch schon am Vortag so?
6000 plus, aber eben 2000? Kosten die nicht 5000? Oder waren das wirklich schon Nummer 2? Moment, schaue ich mal gleich nach. Okay, dann waren das wirklich die Krawallmacher. Hätte gedacht, es kostet 5000. Na gut, dann merke ich es mir jetzt vielleicht. Hat der wieder? Ne. Gut, nur 2000. Dann gleich mal wieder losziehen. Wobei, ich wollte eigentlich vielleicht die Werbung mal ausbauen. Mach ich mal. Ja. Und hier werde ich mir noch einen Handlanger holen. Und werde mal da die Filiale ärgern. Da lief es jetzt zwischendurch auch mal. Gar nicht so verkehrt. Gerade niemand in der Nähe. Ne? Dass es nicht rumspricht. Dass es sich nicht rumspricht, dass hier der Laden überhaupt nicht läuft. Dass man sich nicht mal hinsetzen kann. Nicht mal im Stehen bekommt man was zu essen. Weil die Küche im Eimer ist. Die Zutaten waren auch schon mal schimmelig. Aber den Gestank haben sie wegbekommen. Oh, die Polizei schläft gerade. Hier ist niemand unterwegs. Ist aber keine Garantie dafür, dass ich nicht schlafe. Da kommt jemand an. Natürlich blöd, wenn der jetzt schon in Filialnähe ist. Wo werde ich den platzieren? Ich glaube, hier in der Ecke. Tür nicht weit, aber ich glaube... Ah, die Filiale ist nicht gut gebaut. Wenn hier einer steht, werde ich doch lieber in die Ecke gehen. Wobei, hier kommen sie vom Zebrastreifen. Nicht gut. Aha. Dann lieber hier hin, in die Ecke. Gott, oh Gott, oh Gott, noch einer. Ah, guckt bloß rein. Geht wieder, okay. Ich gehe doch mal hier in den Essenssaal. Nee, komm hier, Küche. Wenn die kaputt ist, kriegt ja niemand was. Vielleicht kriege ich hier gar nicht alle Stühle ab. Wobei, die sehen schon ganz schön angeranzt aus. Apropos angeranzt, ich müsste mal überall vielleicht wieder reparieren. Schon lange nicht mehr gemacht. So, erfolgreich. Wir können nicht mehr Pizzen machen. Mist. Zum Glück sind die mir ein bisschen angeschlagen. Hat noch bezahlt, schade. Noch nicht alles kaputt. Könnte kaputter sein. Der kommt jetzt rein. Weit genug weg. Ich wollte... Hab überlegt, ihn rüberzuziehen. Geh nochmal rein. Das schafft ihr nicht. Wobei, alles schon ein Häufchen Elend. Gut. Reicht mir schon. Dann versuche ich es nochmal mit der Werbung. Lebenscenter dann noch genug. Jetzt gehen die erstmal alle zur Filiale. Aber so richtig konsequent reingucken tun sie nicht. Liegt daran, dass keine Kameras drin sind. Schätze ich. Sie geht auch wieder rein, aber ich weiß mittlerweile, dass die ganz gerne in so ein Zimmer gehen, in die Ecke und dann hat man da drüben Ruhe. Das hier sieht auch gut aus. Dann schwächen wir seinen Einfluss schon mal. Bloß blöd, dass die Leute immer noch hierher gehen. Und auch eben sehr blöd, dass er nichts dagegen macht. Naja, seine Sache. Ist ja ein dreckiger Krieg. Die Werbung will ich eigentlich gar nicht zwingend. Wobei, schaden kann es nicht, kostet nicht so viel. Hauptsache, der Gegner hat sie nicht. Ah, der wird noch genug Leben haben für irgendwas. Ist hier noch was in der Nähe? Da oben? Litwas. Ah, er wird auf dem Weg dahin verrotten. Der werte Herr Handlanger. Welche Filiale? Nehme ich mal dich. Hat ja unter 100 Leute reinbekommen. Schafft er das noch? Aha. Werbung ausgebaut. Noch hat er einen Rest Lebenselixier. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Hol ich mir auch gleich mal. Was uns gehört, gehört erstmal uns. Was für eine Kreuzung hier. Gut, Einfluss gemindert.
Aber man sieht auch hier, der holt sich das nicht zurück. Genauso wenig, wie er was ganz macht. Dann könnte ich mich um die nächste Filiale kümmern. Ich meine, wenn es bloß 2000 kostet, das wird schon. Ist gerade niemand in der Nähe. Das war Ganoven-Synchro. Oh, hier sind gleich zwei. Wenn die auf der Seite sind, dann werde ich mich mal hierhin verkrümeln. Aber hier ist doch, da ist eine Tür. Wenn sie wieder bloß bis hierhin gehen oder dahin gehen, habe ich hier oben Ruhe. Dürfen halt bloß nicht hier außen rum gehen, ne? Nee. Oh, wenn der jetzt hier hochgeht, weitergeht. Okay, will da rein. Und da ist eine Tür, ja. Im Gebäude eine Tür. Gut. Aber halt. Ah, das ist blöd auf der Seite. Dann doch lieber Küche. Erstmal die Küche, erstmal die Grundlage. Wenn die nicht mehr funktioniert, kann gar nichts mehr gemacht werden. Na, reiße dich, Junge, reiße dich. Ja, guck bloß rein. Jetzt kommt er aber rein. Jetzt dampfe ich mal ab. Oh Mann. In der Ecke hätte er nicht überlebt. Schwein gehabt. Um die Filiale schleichen. Ich finde das toll, dass man die Leute steuern kann. Hier schnarcht jemand. Oh, das ist unsere Werbung. Habe ich die wirklich da platziert? Oh, 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 oh. Ah, das schafft er. Dann aber erstmal wieder zurückziehen. Er hätte noch Lebenszeit. Die darf ich jetzt nicht einfach so verschwenden. Aufpassen nicht, dass der noch in den Einflusskreis gerät, auch wenn die da drin stehen. Ist hier oben gerade jemand? Nein. Also die Filiale suchen so richtig gut ab. Oh Gott, jetzt von beiden Seiten. Okay, sehr unaufmerksam, der Junge hier. Der aber auch, der geht gleich wieder. Dann hat er schon 3 von 9 Filialen, die nichts mehr abwerfen. Warum habe ich es gerade hier hingestellt? Weil hier mal zwischendurch viele Leute vorbeikamen? Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Ja, doch, er bewegt sich noch. Achso, ich habe ihn bewegt. Niemand in der Nähe, super. Alles zu klump. Ja. Ja. Etwas Lebenszeit hat er noch. Ist hier noch eine Werbung in der Nähe? Da oben die. Ja, was weg ist, ist weg, ne? Ich hoffe, Poseidon wird jetzt nicht überflutet, weil wir hier Werbung schalten. Noch ein Nöcher. Werden wir dann am Ende des Tages sehen, wenn da zu viele Leute nicht bedient wurden. Zur nächsten Filiale. Ach komm, geht zur nächsten. Ist mir wichtiger als die Werbung. Wobei, die Werbung können wir uns schnappen. Nee, er macht schon mal die Filiale. Jetzt wollte ich hier gerade zum Fenster ziehen. Um ihn hier irgendwie abzugreifen, ohne ihn jetzt genau anklicken zu müssen. Geht ja in vielen Spielen. Ich sag nur Age of Empires. ja. Zum Glück habe ich ihn nochmal angeklickt. Geh mal hier rüber. Okay. Aber hier in dem Spiel muss man ja nicht Einheiten sammeln. Bloß es wäre praktisch, wenn man ihn so markieren könnte, damit man nicht jetzt so genau draufklicken muss. Wobei, das soll eigentlich kein Problem darstellen. So toll, was die von sich geben. Erstmal die Küche brachlegen. Ah, was macht er da? Was ist das eigentlich für eine coole Insel? Da ist ja Werbung drauf. Ah ne, das sieht nicht gut aus. Ah, blöd Mann. Ja, mehr als einen Versuch kriegt er eh nicht hin. Dann kann ich nochmal eine Runde rumlaufen lassen. Den Raum bringt das nichts. Dann geht er jetzt rein. Geh am besten die Ecke, dann können wir hier noch ausweichen. Das ist nämlich wieder eine Tür.
Lebenszeit vielleicht nochmal reicht? Ich glaube nicht, aber ich sehe es ja gleich. Nee, weg. Soll er in Frieden ruhen und die Küche ist kaputt, also hat er geschafft, was er schaffen musste. Und weiter machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.